Name ist Michi Uthiel. Bin seit 14, 15 Jahren in diesem Metier tätig, immer noch mit viel Spaß und Engagement. Mich hat bewogen, Psychologie zu studieren, der Spaß im Umgang mit Menschen. Das Besondere an meinem Beruf ist letztendlich, es mag sich etwas komisch anhören, aber die Ehre zu haben, in das Leben anderer Menschen mit zu integriert zu werden, wenn es auch nur zeitweilig ist. Ich wollte Förster werden. Man sieht es schon an dem Bart, ja. Meine guten Eigenschaften. Ich bin ehrlich. Ich hasse Lügen. Lügen ist mir auch viel zu anstrengend. Und wenn ich lüge, dann oftmals tatsächlich, um einen anderen Menschen nicht weh zu tun. Aber ansonsten, ich mag keine Lügengebäude, weder von mir noch von anderen Leuten hören. Ich kann, auch wenn man es mir vielleicht manchmal nicht glaubt, ich kann durchaus sehr ungeduldig und auch ärgerlich werden. Ungeduldig, wenn ich wirklich merke, Menschen gehen, also schöpfen nicht ihr Potenzial aus. Ich bin, glaube ich, tatsächlich abgrundtief menschlich. Der private Michael Thiel ist zum Teil stinkend faul. Das heißt, und sehr genusssüchtig. Das sind nicht so sehr wie Langeweile. Je aufregender das Leben ist, umso schöner ist es für mich. Ich mag gern Klartext reden und ich weiß, dass es durchaus Therapierichtungen und Kollegen gibt, die da sehr viel, na sagen wir mal, schwammiger umgehen. Ich denke aber, dass eine Orientierung bei so einer Psychosendung zum Beispiel Wertmaßstäbe zu setzen, auch deutlich zu sagen, was richtig und was falsch ist und Leitlinien zu geben, das ist genau das, was unsere Zeit heute braucht. Und es braucht eben auch Charakterköpfe, gerade in diesem Bereich und nicht unbedingt jetzt austauschbare Schönlinge. Gut, und den Charakterkopf, den habe ich.